Sie haben doch gesagt, die Chemotherapie würde anschlagen. Warum geht es mir immer schlechter? Ich habe das Gefühl, von Tag zu Tag schwächer zu werden. Dann diese ständige Übelkeit. Übelkeit ist leider eine der unvermeidlichen Nebenwirkungen dieser Therapie. Das ist ganz normal. Ihr Befinden hat nichts mit dem Erfolg der Therapie zu tun. Ich hatte Ihnen doch Tabletten aufgeschrieben. Haben Sie davon keine mehr? Doch, aber Sie haben gesagt, die soll ich nur im absoluten Notfall nehmen. Ja, trotzdem, natürlich. Wenn Sie es nicht mehr aushalten, dann nehmen Sie das Medikament ruhig. Diese Form der Therapie ist eine große Belastung für den Körper, ganz ohne Zweifel. Weil auch die gesunden Zellen von den Zytostatika angegriffen werden. Mit den ganzen Infusionen komme ich mir sowieso schon vor wie eine wandelnde Giftmülldeponie. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber nur in dieser Form sind die Zytostatika effektiv. Die Vermehrung der weißen Blutkörperchen, die muss gestoppt werden, beziehungsweise deren Vorstufen, der sogenannten Blasten. Und diese Tumorblasten, die sind unser langfristiges Ziel. Heißt das, auch selbst wenn die Therapie anschlägt, kann es dauern, bis es mir subjektiv besser geht? Absolut, ja. Führen Sie sich immer wieder vor Augen, wie viel besser es Ihnen danach gehen wird. Stellen Sie sich die Zeit nach der Krankheit vor. Hell, schön, positiv. Alles, was Ihnen hilft. Wenn ich dann schneller wieder gesund werde? Entschuldigen Sie, aber es klingt alles ein bisschen nach Hokuspokus. Ja, vielleicht klingt das nach Hokuspokus. Es nennt sich Visualisierung und ist eine wissenschaftlich anerkannte Form der begleitenden Therapie. Sie haben recht. Ich bin es einfach gewohnt zu funktionieren, aber jetzt... Ja, Krankheit bedeutet auch, Kontrolle aufzugeben. Ich muss einfach geduldiger werden. Wenn es sonst nichts mehr gibt, dann gehe ich mich jetzt ausruhen. Ja, tun Sie das. Machen Sie es gut, Frau Tarasch. Danke nochmal. Wiedersehen. Wohl ist mir nicht dabei. Ich lüge sowieso nicht gern, aber schon gar nicht bei Patienten. Ich glaube, Sie haben keine andere Wahl. Meinen Sie? Ja. Sie machen ihr Mut und machen sie stark. Wenn Sie ihr die Wahrheit sagen, dann wäre das kontraproduktiv, ja. Ich finde Sie... Sie machen das ganz großartig. Sie wissen, dass ich große Stücke auf Sie halte. Schließlich habe ich Sie persönlich gegen die Bedenken aller anderen eingestellt. Weil mir die Frage mich, ob diese Entscheidung richtig war. Herr Saalfeld, es tut mir leid, dass Sie unannehmlich sind. Sie haben jetzt innerhalb kürzester Zeit zweimal grob Ihre Pflichten verletzt. Und zwar auf eine Art und Weise, die unserem Ansehen schadet. Aber schauen Sie, das will ich Ihnen noch gerade erklären. Erst neulich haben Sie den Anzug eines Gastes verunreinigt. Und wir haben es nur Ben Spornheim zu verdanken, dass die Sache aufgeflogen ist und ich den Herrn beruhigen konnte. Ja, ganz toll. Bitte? Ach. Also entweder könnte man meinen, Sie machen die Sache mit Absicht. Nein, niemals. Oder Sie sind das ungeschickteste Zimmermädchen, das wir hier haben. Jetzt hören Sie mir doch endlich zu, Herr Saalfeld. Ich habe den Auftrag bekommen, von Frau Müller das Dirndl zu ändern. Ja, aber ich habe den Fleck nicht drauf gemacht. Ich bin nicht schuld. Glauben Sie etwa, ich lüge Ihnen ins Gesicht? Es interessiert mich nicht, wer schuld ist. Mich interessiert, wie das Problem gelöst wird. Und zwar Ihr Problem. Wissen Sie was? Mir reicht's. Immer muss ich für Dinge gerade stehen, die ich überhaupt nicht verbockt habe. Frau Schwobel. Ich versuche hier nur total nett zu sein. Und was passiert? Ich werde beschimpft und fälschlicherweise beschuldigt und total missverstanden. Und wissen Sie, was das Schlimmste ist? Mir hört niemand zu. Meine Version der Geschichte wird total ignoriert. Ich bekomme nicht mal die Chance, alles zu erklären. Ja? Eins haben Sie zumindest mit diesem Ausbruch erreicht. Er wird nicht ignoriert. Aber wahrscheinlich werden Sie sich wünschen, es wäre so gewesen. Hildegard hat seit gestern Abend kaum ein Wort mit mir geredet. Ich hoffe nur, dass dieser völlig überflüssige Streit wenigstens eine positive Seite hat. Ja, mit Sicherheit. Ich glaube nicht, dass Carla mich jemals wieder darum bitten wird, meine Eltern etwas näher kennenzulernen. Ja. Wahrscheinlich hat sie die Nase gestrichen voll von ihrer missratenen Familie. Ein Problem weniger, aber ich weiß trotzdem nicht, wie ich jetzt weiter den Prinzen vorspielen soll.
Also ich habe wirklich getan, was ich konnte. Emma? Ja, ich weiß schon, mehr kann ich wahrscheinlich von Ihnen nicht verlangen. Ja, ich wüsste auch gar nicht, was wir noch tun könnten. Xaver, Sie schaffen das schon. Sie wollen das Mädel doch nicht verlieren. Und das ist Ihnen bestimmt Motivation und Inspiration genug. Naja, und was mich betrifft, also die Hildegard wäre bestimmt richtig sauer, wenn ich jetzt weiterhin für Sie den abgebrannten Adligen spielen müsste. Für wen ist der? Für Sie. Was, für mich? Das ist aber ein edles Tröpfchen, ne? Wer meint's denn da so gut mit Ihnen? Ihre Freundin? Meinem Schwiegervater in Spee, Prinz Alfons. Danke für den netten Abend. Hoffentlich bald wieder. Prost, Karl. So unfair. So unfair. Hallo. Hey. Ist irgendwas passiert? Nein, nichts. Aber irgendwas stimmt doch nicht. Komm schon. Ich habe nichts gemacht. Es ist alles nur wegen diesem blöden Dirndl von Frau Müller. Ich wollte nett zu ihr sein und was passiert? Am Ende bin ich wieder die Dumme. Okay, langsam. Erzähl mir mal in aller Ruhe, was passiert. Felix, ich bin nicht ruhig und ich will auch nicht ruhig sein. Ich kann dir nichts in Ruhe erzählen. Es geht doch alles schief. Und am Ende kriege ich als Krönung noch eine Abmahnung. Ja, dein Onkel hat gesagt, noch ein so ein Patzer und ich bin raus hier. Hallo, Simon. Hi. Mom, hast du kurz Zeit? Klar. Ich war gerade bei Victoria und ich wollte dir bloß sagen, dass ich jetzt eine Menge Zeug für sie einkaufen muss. Aha. Und ich hatte das Gefühl, dass es ihr viel besser geht als bisher. Es freut mich zu hören. Anscheinend hast du recht damit gehabt, dass es besser ist, dass wir sie anlügen. Auch wenn es mir nicht leicht fällt. Hey, mir fällt es auch nicht leicht, das musst du mir glauben. Frau Victoria hat selber gesagt, dass ein Misserfolg sie wahrscheinlich nur runterziehen würde. Und das wäre in ihrem Zustand eine Katastrophe. Naja, gerade bei so einer schweren Krankheit ist es nicht immer gut, wenn der Patient zu viele Informationen hat. Psychologie spielt eine große Rolle. Ja. Jedenfalls danke, dass du es geschafft hast, Victoria ein bisschen aufzubauen. Danke dir. Wofür? Wofür wohl? Emma, du kennst doch meinen Onkel. Er regt sich fürchterlich auf und hinterher ist alles halb so schlimm. Er gefällt sich in der Rolle des großzügigen Patriarchen. Aber ich bin kein ungeschicktes Zimmermädchen. Nein, das weiß er auch. Das weiß jeder. Emma, du bist die Beste. Ach komm, hör auf, das sagst du doch jetzt nicht. Wirklich. Und lügen tue ich auch nicht. Emma, du bist der ehrlichste Mensch, den ich kenne. Und deswegen gehe ich jetzt zu Onkel Werner und werde ihn bitten, dass er die Abmahnung wieder zurücknimmt. Nein, bitte lass das. Ich meine, dann wird er nur noch wütender auf mich, weil er glaubt, ich hätte dich auf ihn gehetzt. Nein, mach dir mal keine Sorgen. Ungerechtigkeit nicht aufstehen.